Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir hatten einen kleinen Abschluss gehabt, auch darum, aufgrund der hohen Geschwindigkeit und wegen der Wettervorhersage, denke ich mal. Etwa 4 Stunden sind verloren gegangen. Aber das habe ich ein bisschen schon ausgeglichen. Jetzt gehen wir Richtung unseren Fahrzeug. Naja, verloren gegangen ist gut. Der war ja schon soweit. So, mal gucken. Trotzdem weiter gucken. Ernte wäre rein theoretisch noch möglich, aber ich finde das irgendwie Quatsch, im Winter zu ernten. Wettermäßig hat sich nicht viel geändert. Aber wir werden noch mal sehen, dass wir jetzt zum Wald fahren. Ich denke mal, den haben wir noch gekauft. Und wenn nicht, kaufen wir ihm noch. Wir werden jetzt wieder auf 30 oder 60 gehen. Die dunkle Nacht überstehen. Wir werden auch gleich den anderen LKW wieder starten. Dann auf C. Dann laden wir den Kurs. Führung, Hochsilo, nee. Gute Frage, hab da eigentlich gespeichert. Da, nee. Da ist er. Gehreste ist rein geblieben. Der holt immer neu. Das ist okay. Den anderen mal gucken, wo wir da sind. Wo der andere ist. Reifeisen. Nö. Da ist die Wand, wir brauchen den LKW. Der LKW ist hier. Verkauf Reifeisen, was gewesen. Hat er auch nicht mehr gespeichert. Hier war es Verkauf. Also eins werde ich machen müssen, Verkauf Hofhafen, na ja, gut. Dass ich entsprechend in Zukunft besser speichern muss. Also mehr sortieren. Bei der Vierfahrt wollen wir eh einiges neu machen. Denkt man das meiste. Ist ja im Grunde eine neue Karte. Wird ja so nicht ganz genommen, denke ich mal. 100%. Ja, ein paar Einnahmen wir noch kriegen, noch über Gärreste und ein LKW fährt da. Wir müssten aber jetzt eigentlich den LKW nutzen und die Lage ballen. Wenn wir ganz schnell die runternehmen. Dazu müssten wir mal jetzt. Der fährt da. Das heißt auf Deutsch, wir werden mal hier hinten entlassen und gleich mal rüberfahren zu BGH. Zwar
Nord. Und dort haben wir ja den Überladewagen und die Silage entsprechend gleich auf den Trigger aufstellen. Dann können wir noch ganz gutes Geld verdienen heute Nacht, beziehungsweise am Tage, dass wir dann morgen zum nächsten Mal noch ein Schwungsgeld kriegen. Na, mehr Licht geht glaube ich gar nicht. Fahren wir geradeaus. Ja, hier ist ein bisschen dunkel, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, meine schöne Hopfen wächst auch nicht weiter. Also, der mal ganz stark, der wird im Frühjahr verfault sein. Tja, ob es an Schlafen gelegen hat oder an Wachstumszeiten, das wird sich jetzt mir zeigen, da er selber die Karte ausspielt. Werden wir dann sehen, ob bei ihm alles reif wird. Denn er hat ja auch noch nicht alles reif. Und das ist bei ihm jetzt später Sommer. Ich rede jetzt mal Fett Action. Er geht jetzt auch in Herbst rein. Aber das sind bei mir die 2 Tage, wo ich geschlafen habe, oder vielleicht sogar 3, wo es Probleme gibt, ne? Gegeben hat. Dass es da vielleicht nicht gewachsen ist. Das vermute ich ganz stark. Und er schläft ja aus Prinzip nicht, hat noch nie gemacht. Und daher ist das für mich der Grund, Hauptgrund, dass ich geschlafen habe. So, mal ganz kurz entladen. Ich weiß nicht genau, ob das er schon. So, heißt mit entladen wollen. U. B. Z. Weil ich will prüfen, ob Silage ist. Wenn er nicht ist. Das ist Silage, das ist gut. Nur mal sicher gehen, ne? Wie gesagt, Gras verdienen wir nichts dran. Ne? Das ist dann nicht so interessant. So. Also das Licht vom LKW ist drin schwach. Also sehr schwach. Da wollen wir einen anderen kaufen. Tag geht's ja. Aber nachts. Noch eine Wand. So, mal gucken. So, wieder aufladen. Jetzt kippt man eine ganze Ladung dahin. Von einer guten Silage. Noch nicht voll. Achtundvierzig. Der Anhänger kann sogar 3 Ballen nehmen. Aber gut.
Das machen wir im Höchstfalle so vierfach. Ah, ja. Gut, alles weiter zu tun. Es liegen da nämlich 480.000. Dank der 10.000 Liter. Und ein bisschen liegt noch da umher. Die wir dann entsprechend später noch wieder raufstellen können. Aber das dauert noch eine Weile. Sobald wir die andere BGH versorgt haben, dann werden wir weiter Gärreste verkaufen. Und da können wir wieder die Geschwindigkeit auf erhöhen. Mein von 120, meinetwegen. Ist ja egal. Denn die Ballen möchte ich noch verkaufen. Komplett. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch, naja, wie gesagt, die Folge kommt ja jetzt erst. Ja, nächste Woche, übernächste Woche. Heute Sonntag. Die lade ich jetzt erst Dienstag, Mittwoch hoch. Montag werde ich sie bearbeiten. Entsprechend. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Und wir nähern uns jetzt der BGH, das ist der alte Kurs für Verkauf für Gärreste. Aber wir müssen erstmal hier die BGH versorgen mit Ballen. Dann puh. Ja, fahren wir hinten rein, ist auch nicht so schlimm. Also auf der Vierfachkarte werden wir hier ein bisschen dichter aufstellen. Da gibt es bessere Lichter. Denn hier sehen wir ja nichts, ne? Wir müssen jetzt so abladen, dass wir nicht im Wege stehen. Die ersten nimmt er so gleich weg. Das ist ja lustig, Baby. Z. U. Ne, das passt schon so. Ey, normal. Das ist ein bisschen raten jetzt. Weil ich die Markierung nicht sehe. So, jetzt fahren wir hier hin zum Gärrestanhänger. Jetzt können wir über die Geschwindigkeit erhöhen. Da wollen wir was sehen. Zum Glück haben wir keine Wolke zurzeit. Ist ja hier dunkel. Lohnzahlung. Auch noch. Aber der andere muss voll sein. Blocking? Weiß nicht Gutes. Ja. Ist der Wahnsinn. Sehe nichts. Ich sehe nichts. Also wegen der hohen Geschwindigkeit. Diesen Modus. Gärreste. Hätte er es auskippen können, na gut, was soll's. Ja, ist kalt geworden, ne? 1 bis 6 Grad. So, den anderen LKW schnappen, der steht hier irgendwo.
So, mal schauen mal. Weizen. Man quält sich so vorwärts, ne? Aber es wird schon heller. Das ist gut. Es ist halb neun. Ja, das ist aber richtig, das ist so richtige Zeit. Ich habe ja das Wetter von Dänemark genommen, weil das eher entspricht als Wales, England. Grüße gehen raus, Regen, ne, sag ich nur. Jedenfalls, hier ist es so, wir haben trockenes Wetter in Anführungszeichen, ne? Nicht so extrem nass wie Südengland. Und Südengland liegt mehr im näher am Atlantik und durch den Westwind, was die da haben, haben die auch mehr Niederschlag. Natürlich kann das von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Beim einen ist das so berechnet. Jetzt können wir normal fahren. Jetzt haben wir 10 Uhr. Ja, unsere schönen Bäume haben wir auch noch gepflanzt. Ne? Ja, gut, okay. Ich persönlich habe mich da nicht dran gedacht. Dachte ja auch, naja, pflanzt mal lieber, ne? Falls doch mal. Man weiß ja nie. Und jetzt haben wir es so, dass wir sagen können, die Bäume brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise, die werden hier nicht wachsen. Hier oben noch gepflanzt. Da habe ich angefangen zu schlagen. Ja, da stehen sie doch. Also richtig hell wird es hier nicht, ne? Ja, und da stehen ein paar kleine verkümmerte. Aber gut, okay. Mal schauen wir, welchen Wald wir gekauft haben. Ah, Weizen gebracht. Ja, Piepmatz. Der Winter ist da. Dort auch kein Schnee liegt. So, mal schauen. Das müsste der Wald eigentlich jetzt vor mir rechts sein. Der hier. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den schon gekauft habe. Ja, habe ich. Nur dicht dran gehen, ne? Sehen wir ja nichts. Wir werden das hier mal so schön machen. Kurz gucken, ob wir richtig eingegeben haben. Und zwar die Länge. Die Länge steht da nichts. Also AD, Auto 3, ein ausblenden, alt links und 0. Ach so. Da können wir weg machen, das ist ja gut. Alt links und alt rechts. Alt links, alt. Die Länge nicht zu sehen ist, kann natürlich schief gehen. Ah, jetzt haben wir es. X sehen können wir, aber die Länge noch nicht. Ja, mal sehen, ne? Ich sage, das sollte kurze Dinger werden.
Nö, lange. Lass wird so. Ja, hoch abgesägt. Aber jetzt fräse ich nicht mehr. Den lang nehme ich gerne. Baum. Habe ich den nicht einstellen können? Komisch. Sägen ist ja klar. Irgendwo mal hier mal den Dings dran rausnehmen. Unseren Autodrive. Brauche ich im Grunde nicht. Das werden wir als erstes machen, auch mit der Vierfach, dass wir, wenn wir die Auslage fertig haben, dass wir gleich in den Wald gehen und Freiraum schaffen für unsere neuen Bäume. Denn die brauchen hier ungefähr 7 Jahre zum Wachsen. Muss aber dazu sagen, 7 Jahre sind ja auch unrealistisch. Aber bei mir ist ja ein Jahr auch 12 Tage, ne? Das heißt, wenn man das hochrechnen würde, naja, trotzdem zu schnell. Aber denke mal, wird eher 2023 Version kommen. So, liebe Zuschauer, das soll es für euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Da hört man sich und sieht man sich morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Samstag. Tschüssi.